Jungs gegen Mädchen, Mädchen gegen Jungs. Das ist nur einer von vielen coolen Songs aus dem Bibi und Tina Kinofilm. Und auch bei dem neuen Teil gibt es wieder so einige coole Songs. Alles ist Musik. Der Ohrwurm aus eurem Film, Mensch. Und du singst immer mit bei diesen ganzen Liedern. Und deswegen haben wir uns für dich eine kleine Gemeinheit ausgedacht. Oh, oh. Ein kleines Rätsel. DJ Celine, was haben wir vor mit dir, Lina? Ja, und zwar habe ich deine Songs genommen oder eure Songs und die zusammengemischt und ein bisschen verändert. Und jetzt seid nämlich ihr dran. Ihr dürft nämlich raten, welche Songs das eigentlich sind. Wer es weiß, ruft einfach rein und jetzt geht's los. Oh, oh. Ab, ab. Lina, weiß es. Ab, ab, ab. Ab, 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 sagt Lina. Schlecht. Okay, es geht weiter. Könnt ihr das bestätigen? Ja? Stimmt. Das ist richtig. Okay. Und jetzt? Der Titel-Soundtrack. Soundtrack? Der Soundtrack. Name? Ja, yeah, aber wie heißt der? Stopp, warte. Nein, Mädchen auf dem Pferd, Entschuldigung. Mädchen. Das ist richtig. Habt ihr es auch gehört, Mädchen auf dem Pferd? Sehr gut. Und das weiß ich auch. Der, ja, wer weiß es noch? Ruf rein. Der beste Sommer. Ja, das kann ich nur bestätigen. Das ist auch richtig. Yes! Und jetzt hören wir die ganzen Songs auch noch einmal im Original. Und da kommt der nächste. Das ist gut, das ist gut. Und da kommt der dritte. Das ist der beste Sommer, der beste Sommer, der beste. Ist aber schon wieder ein Remix, ne? Ja. Extra für dich gemixt. Sehr, sehr cool. Übrigens haben sich auf unserer Homepage ein paar Fans gemeldet und hatten ein paar Fragen für dich. Drei davon haben wir mitgebracht. Und es wäre toll, wenn du sie beantworten könntest. Wir sollen dich übrigens ganz, ganz lieb grüßen von allen dreien. Okay. Und Jasmin, 8 Jahre alt, möchte wissen, warum hörst du auf? Ach, ich höre doch nicht auf. Bibi und Tina hört auf. Also der vierte Teil wird jetzt erstmal der letzte sein. Und wir waren uns einfach alle einig, glaube ich, dass wenn es am schönsten ist, nee, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Absolut. So lautet der Spruch und ich glaube, nach dem Motto sind wir da auch gegangen oder gehen wir. Alles klar. Frage Nummer 2 kommt von Marlene, 10 Jahre alt. Die würde gerne wissen, Lina, wie würdest du dich in 3 Worten beschreiben? Oh nein, in sowas bin ich ganz schlecht. Komm schon. Humorvoll. Liebenswürdig und chaotisch. Ja, tut alles gut zu. Und die letzte Frage kommt von Marie, die ist 8 Jahre alt und möchte wissen, Achtung, man im Film richtig küssen? Ja. Tarek und ich im Film zum Beispiel, also Emilio und ich, das war ein echter Kuss. Und bei Lisa und Luis auch. Cool. Bibi und Tina ist da ganz real. Was man da alles lernen muss. Muss man sogar richtig knutschen, ja, bei Vivi und gut, Tina. Gut, dass wir keine Schauspieler gut, sind. Um Gottes Willen. Aber es ist schon so, guck mal bei diesen ganzen Sachen, die ihr macht, eure Fans, die folgen euch. Merkst du hier im Studio, es geht total ab. Woran glaubst du, liegt das, dass da alle so mitfiebern bei euch? Wie ich vorhin schon gesagt habe, also eben als wir da drüben saßen, weil es, glaube ich, einfach so ein toller Sommer ist, voller Freundschaft und auch Liebe und Probleme, die gelöst werden. Ich glaube, es ist einfach super, sich da so ein bisschen auf diese Welt einzulassen und zu merken, dass nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, aber man trotzdem gut aus den Dingen rausgehen kann. Und ich denke, Bibi und Tina sind auch Mädchen, also Mädchen, wo sich Mädchen ein Vorbild dran nehmen können. Ja, das stimmt. Falls man allerdings versteht, was ich meine. Ja, man versteht es. Und gut, diese schöne Freundschaft geht ja zumindest auf der Leinwand zu Ende. Ja. Und deswegen holt jetzt mal zu Hause eure Taschentücher raus. Wir haben die schönsten Freundschaftsszenen aus Teil 1 bis 3 für euch zusammengefasst. Wir sind doch Freundinnen. Die Besten. Für immer. Also, jedenfalls gehe ich da nicht alleine hin, weil diese beiden hier auch nur zusammen wollen. Also? Ach so. Ja, dann hab mal weiter deinen Spaß, aber ohne mich. Okay, gut. Und ich dachte, du bist meine Freundin. Aber okay. Ja, das dachte ich auch. Eine Hexe, die nicht hexen kann, was bin ich dann? Vor allem bist und bleibst du meine beste Freundin. Wir schaffen das, auch ohne Hexerei. Thank you.
du denn damit, wenn du das jetzt so siehst? Fällt dir das sehr, sehr schwer, der Abschied? Wie fühlst du dich? Was heißt schwer? Man hat es halt mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil es tut schon weh, sowas hinter sich zu lassen. Und gerade wenn ich solche Sachen sehe, ist es wirklich komisch, aber ich wundere mich mehr darüber, wie ich geredet habe. Wie viele Jahre ist das jetzt her, teilweise die Ausschnitte sind ja? Vier, ne? Viereinhalb. Vier. Dreieinhalb, sorry. Wie die Zeit vergeht. Sommer 2013. So schnell geht's. Ich glaube, für die Fans ist das aber besonders schwer, dass ihr aufhört. Wir wollen mal nachfragen. Mensch, wie ist das jetzt, weil Schluss ist mit Bibi und Tina? Wie heißt du denn? Celia, was sagst du dazu, dass die Lina sagt jetzt auch mal gut mit Bibi und Tina? Ja, also ich kann es auch verstehen, aber es ist trotzdem schade. Trotzdem schade. Ich find's auch schade. Aber es ist ja nicht so, dass ihr in Rente geht, können wir auch sagen. Also du machst ja weiter, du hast ja viele Projekte. Ja, natürlich. Auf Musik. Cool. Können wir uns freuen auf ein zweites Album und im Mai gehe ich wieder auf Tour. Das wird ganz spannend und im März habe ich auch noch ein neues Projekt fürs TV. Ein Geheimprojekt. Da kann ich noch nichts zu sagen. Langweilig wird es auf jeden Fall nicht bei dir und verzichten müssen wir auch nicht auf dich. Und wir haben jetzt noch ganz tolle Sachen, die wir verlosen. Dafür müsst ihr uns einmal kurz hier durchlassen. Die bringt Günther nämlich rein, denn ihr zu Hause könnt ganz tolle Sachen gewinnen. Vielen Unser Dank, Tisch Günther. Ist gedeckt mit einem Filmplakat, original unterschrieben. Jawohl, es ist handsigniert, drei Stück haben wir davon. Hier zack, ist die Unterschrift. Zack. Außerdem gibt es natürlich den Soundtrack des Kinofilms. Der räumt hier im Moment die Kinocharts ganz schön ab. Herzlichen Glückwunsch dazu. Könnt ihr auch gewinnen? Ja. Und zwar Dankeschön. Auf www.tigerentenclub.de. Da gibt es ein Exklusivinterview. Genau. Und für Lina gibt es jetzt natürlich diese schöne Tigerente. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Das war eure Lina! Dankeschön. Dankeschön. Nehmen die mal mit, ne? Ja, nimm sie mal mit. Nimmst du mit auf Tour? Ja, genau so. Immer schön hinter dir herziehen. Tschüss, Lina. Tschüss.